Test Nummer 1, beziehungsweise der erste richtige Test, wo ich Hoffnung habe. Hier ist die Turbine, die KJ66. Die habe ich mir gekauft. Kann leider die nicht, oder konnte die nicht bauen, weil ich halt nicht dafür die Werkzeuge habe. Hier ist die LiPo. Hier haben wir auch einmal hier den Temperatursensor. Temperatur des Types K bis zu 1200 Grad. Dann haben wir hier einmal die LiPo. Zweizeller. Das reicht dann für den Starter, für die Pumpe und für die andere Steuerung. Hier gegenüber haben wir dann hier haben wir dann einmal die Gaszufuhr, weil wir starten den jetzt mit Gas, weil die Glühkerze hier, die habe ich noch nicht angeschlossen, beziehungsweise ist noch nicht benutzbar. Hier haben wir einmal für den Öl den Zugang, hier ist auch so eine kleine Drossel, das graue Ding. Dann haben wir hier einmal fürs Gas starten und einmal den Hauptsprit. Das ist hier der Motor. Das ist hier die Bendix-Kupplung. Wenn man so ein bisschen jetzt mal hier reinfilmt, ist ja klar, da ist ja der Kompressor, das Kompressorrad. Läuft auch alles sehr geschmiert. Das ist unser 2 Liter Kanister mit einer Dieselmischung, also Diesel und Zweitakteröl, vollsynthetisch. So um die 5%, wie man es ja machen soll. Hier ist das ESC für den Starter, also für den Brushless Motor. Der braucht immer so einen Controller. Dies hier ist eigentlich eine Smokerpumpe, wo eigentlich Smokerflüssigkeit durchgeht, aber die kann man auch für andere Flüssigkeiten benutzen. Die benutze ich jetzt zum Beispiel. Das hier ist einmal, und also ich habe jetzt hier zwei DC-DC Wandler. Einmal ein Wandler für den ESP32 hier, der auf der Seite ist, und einmal ein Wandler für das Display, weil der braucht, weil die der Zweizeller, die LiPo macht 7,4 und auch mal höher, wenn die voll ist. Und der braucht um die 24 und der braucht um die 5 und das wandeln hoch oder runter. Das ist der Hauptcontroller, ein ESP32, ein sehr beliebter, bekannter Mikrocontroller. Hier ist die Verkabelung, das wollte ich noch schön machen, wenn es richtig funktioniert. Das hier ist einmal das Modul für die, also der nimmt, das ist hier der Sensor und dann wandelt das passend um, damit ich es lesen kann. Das ist für die SD-Karte. Funktioniert noch nicht, das muss ich noch hinzufügen, aber da wollte ich dann so ein Messer an drauf packen. Und das ist so ein Spannungsmesser für halt, damit die LiPo überwachen kann, wie es bei der LiPo aussieht. Und das ist einmal das Hauptdisplay. Ich stöpsel jetzt mal alles hier an. Ich habe es hier einfach doppelt verbunden, also ich habe jetzt hier nur eine LiPo, geht auf ein Y-Kabel und das teilt sich nochmal auf zwei DIN-T, so nennt man diesen Stecker, DIN-T. Der teilt sich von 1 auf 2 und dann jeweils nochmal 2. Das heißt, wir haben insgesamt 4. Einmal für den Starter, für die Pumpe, für den Spannungswandler, also für die Hauptspannung, und einmal für das Messen, wie viel Spannung der hat. Ich stecke das jetzt mal rein. Dann wird uns das Display auch gleich begrüßen mit einem Piepen. Man sieht es jetzt eventuell schlecht, aber hier ist jetzt so eine Anmeldemaske. Wenn ich mich jetzt hier anmelde, sehen wir dann zum Beispiel. Hier kann ich jetzt zum Beispiel, das ist das Passwort, 6603, fertig, ich bin hier angekommen, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, hier sieht man jedenfalls hier oben, sieht man eine Prozentanzeige von der LiPo, hier sieht man einmal die Voltanzahl und einmal die Prozente, hier sieht man einmal ein Lockout, Settings, manuelle Steuerung, Automatik, die ist noch nicht hinzugefügt, und einmal Datum und Uhrzeit. Wenn ich jetzt auf manuell einmal drauf drücke, öffnet sich dies hier. Aufgebaut mit jeweils einmal zwei Zeiger, einmal für die Temperatur, auch einmal so schön markiert, einmal mit Kühl, Aufwärmphase, warm, Betriebstemperatur, sehr warm und schon zu warm, dass es eigentlich fast kaputt geht. Dann stehen das hier noch einmal in Daten, zum Beispiel der Sensor zeigt jetzt gerade 23 Grad an. Dann haben wir einmal den Pump Speed, auch einmal von 0 bis 100% und den Starter Speed, und hier kann ich die jeweils jetzt mit den Knöpfen kontrollieren. Man hört jetzt schon fleißig den ESC brummen, weil der jetzt schon seine Power hat und er möchte jetzt einmal richtig loslegen. Dann beginnen wir jetzt einfach mal.
Wir haben gerade abgebrochen, weil uns aufgefallen ist, dass die Pumpe nicht pumpen möchte. Aber wir haben was ganz Komisches herausgefunden. Also die Technik ist echt lustig. Wenn man jetzt hier hinfilmt, sehen wir jetzt hier, dass wir die Pumpe ansteuern können. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf 5... Jetzt geht die an. Die Pumpe geht jetzt an. Jetzt geht's an. Lass es laufen. Ja, nee, dann starten wir nochmal die Turbine. Dann packe ich die noch. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt gleich läuft die nicht mehr. So, dann machen wir es nochmal. Wir starten ihn hier. Ah, scheiße. Ich hatte vergessen, hier reinzustecken. So rein. So. Vorne richtig herum ist. So. Die Pumpe ist ein Witz.
Die warten jetzt bis 100 Grad und dann machen wir den aus. Der ist jetzt bei 170. Die kannst du drauf füllen. Oh, yeah.